Hallo, herzlich willkommen zur Pilates-Einheit im Rahmen vom Hochschulsport der Uni Konstanz. Ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Super, ich hoffe, wir haben eine ganz schöne halbe Stunde miteinander. Ich wünsche dir viel Spaß mit Stay Active Hochschulsport Uni Konstanz. Wir machen ein kleines Warm-up im Stehen. Und zwar stellst du dich in die Mitte der Matte, sodass du die Hälfte der Matte vor dir hast und die Hälfte der Matte hinter dir hast. Ungefähr hüftgelenksbreit. Gerne die Zehen weich abgelegt, ganz entspannt. Und dann richte dich mal lang nach oben auf. Darfst gerne auch mal für einen Moment die Augen schließen, um jetzt dich hier vorzubereiten auf deine kleine Einheit Pilates. Wachse innerlich nach oben. Lass die Schulterblätter, den Rücken nach hinten unten sinken. Nimm die Länge deines Nackens wahr. Spüre deine Fußsohlen auf dem Boden und schieb deinen Scheitel Richtung Decke. Dann öffne die Augen wieder und heb mal abwechselnd die Fersen an. Bring ein bisschen Bewegung in deine Füße, in deine Zehen. Gerne so ein bisschen eine übertriebene Bewegung. Vielleicht knackt es auch ein bisschen in deinen Gelenken. Und dann nimm langsam die Arme über die Seite nach oben und auf dem gleichen Weg wieder tief. Lange Arme in den Schultergelenken. Bring Bewegung in deinen Körper. Und wenn du das nächste Mal die Arme lang oben hast, dann bleibe mal und schieb dich Richtung Decke, werde ganz lang. Und dann lehne dich mal zu einer Seite, regel dich zu einer Seite, über die Mitte zur anderen, mach die Bewegung der Fersen weiter und spüre in deine Seiten. Wunderbar, und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Lass beide Fersen sinken, lass die Schulterblätter sinken, der Nacken ist wieder lang. Und dann kreise mal aus deinen Handgelenken und lass, während du die kreisende Bewegung machst, die Arme über die Seite nach unten sinken, ganz langsam. Und wenn du unten angekommen bist, dann entspanne die Hände, die Finger und dann roll deine Schultern genüsslich vorne nach oben zu den Ohren. Lass sie wunderbar wieder nach hinten unten sinken. Spüren die Schultergelenke. Arme und Hände sind entspannt. Und dann zieh mal große Kreise. Und wenn du das nächste Mal die Schulterblätter tief hast, dann bleibe mal tief und leg dein Kinn auf dein Brustbein. Spür nochmal in deinen Nacken. Lass den Nacken lang werden, die Schulterblätter weiter, den Rücken nach hinten unten gleiten. Und dann rollst du dich ganz langsam mal Wirbel für Wirbel nach unten ab. Lass den Kopf hängen, lass die Arme hängen und lass die Schwerkraft auf deinen Oberkörper einwirken. Spür die Dehnung in der Rückseite deiner Beine. Fußsohlen wieder wahrnehmen auf dem Boden. Und es ist jetzt ganz egal, wie tief du mit deinem Oberkörper kommst. Bleibe tief und beuge mal ein Knie, lass die Fußsohlen auf dem Boden. Länge das Bein wieder und beuge die andere Seite. Abwechselnd langsam und achtsam die Knie beugen und jetzt die Dehnung bis ins Gesäß wahrnehmen. Und dann beuge mal beide Knie. Lass den Oberkörper richtig satt auf deine Oberschenkel sinken. Atme tief über die Nase ein, aus über einen leicht geöffneten Mund und du rollst dich in der Ausatemphase Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nimm die Arme über die Seite mit und heb die Fersen an. Mach dich ganz lang. Oben atme wieder ein, tief in den Brustkorb. Mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel sanft nach innen, lass die Fersen sinken, Kinn, Arme und du rollst dich wieder langsam in die stehende Vorbeuge ab. Einatmen, die Knie wieder beugen und ausatmen, den Bauchnabel weiter nach innen nehmen, kleines Kraftzentrum schon aufbauen und über dieses Kraftzentrum
wieder aufrollen. Die Arme wieder über die Seite, heb die Fersen an, mach dich wieder ganz lang, noch eine Wiederholung. Ausatmen, langsam wieder tief kommen, in deine stehende Vorbeuge, Oberkörper sinken lassen. Einatmen, Knie beugen und ausatmen, Beckenboden jetzt schon mitnehmen, aktiv liegende Rumpfmuskulatur und roll dich wieder Wirbel für Wirbel auf. Bleibe oben, heb die Fersen an, mach dich nochmal ganz lang und dann lass die Fersen sinken, die Schultern sinken. Tief einatmen, ausatmen, in eine weiche Seitbeuge gehen, Becken bleibt stabil. Einatmen zur Mitte, ausatmen zur anderen Seite. Ganz weiche Bewegung, spüre in deine Seiten und nimm dir die Zeit, jetzt zu Beginn der Pilates-Einheit guten Kontakt zur Körpermitte aufzubauen, die Bauchmuskelschichten zu aktivieren, Beckenbodenmuskulatur und tiefliegende Rückenmuskulatur. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Lass die Arme mal auf Schulterhöhe nach vorne sinken. Kleine Gleichgewichtsübung. Schieb die Schulterblätter nach hinten unten, verlagere dein Gewicht aufs linke Bein und zieh das rechte Knie nach oben. Lass dir erstmal Zeit, hier anzukommen. Fixiere vielleicht einen Punkt vor dir auf dem Boden und dann schieb dich aus dem Standbein Richtung Decke. Zieh den Bauchnabel nach innen, um eine gute Stabilität zu haben. Atme tief in den Brustkorb ein, mit der Ausatmung sinkt die Fußspitze, du tippst vorne auf und einatmen, zieh das Knie wieder nach oben. Ausatmen tief, einatmen nach oben, wir nehmen die Arme dazu. In der Ausatmung, wenn die Fußspitze tief geht, weit die Arme zur Seite. Einatmen, Schultern bleiben tief, wieder nach vorne. Ausatmen tief, Arme zur Seite. Einatmen, Ausgangsposition. Mach das in deinem Rhythmus. Vielleicht bin ich dir schnell zu langsam. Versuch Atmung und Bewegung zu verbinden, dein Kraftzentrum in der Körpermitte wahrzunehmen. Das gibt dir die Stabilität für diese weiche, fließende Bewegung. Letzte Wiederholung. Dann zieh das Knie wieder nach oben, bleibe hier, umgreife mal den Unterschenkel, zieh das Knie zum Brustkorb heran, lass die Schultern sinken und geh in die Dehnung. Nimm tiefe Atemzüge. Und dann löse die Hände wieder, lass das Knie wieder auf Hüfthöhe, die Arme sinken rechts und links. Wir machen jetzt Ausfallschritte nach hinten. Tief einatmen, mit der Ausatmung führe die Fußspitze nach hinten. Beuge dein linkes Bein und die Arme gehen weit an den Ohren vorbei. Einatmen, Arme sinken lassen, Knie zieht wieder nach oben. Ausatmen, Bauchdecke nach innen nehmen und in den Ausfallschritt nach hinten kommen. Gleichmäßige Bewegung. Achte auf dein linkes Knie, wenn du hier in den Ausfallschritt gehst, dass es stabil bleibt. Sehr schön. Letzte Wiederholung. Und dann bleibe mit der Fußspitze hinten. Lass die Ferse hinten mal sinken. Spür die Rückseite deines Körpers. Schieb Ferse und Fingerspitzen auseinander. Dann beuge dein hinteres Knie, komme tief, lass die Arme sinken und komm in den Kanadier. Das heißt, wir haben jetzt das linke Knie vorne, Fußgelenk ist unterm Kniegelenk, hinteres Kniegelenk ist unter dem Hüftgelenk. Hast also 92 Grad Winkel in den Beinen und dein Becken richtest du nach vorne aus, lässt die Arme sinken und dann roll dich mal mit dem Oberkörper nach unten ab. Arme sinken Richtung Boden. Du lässt den Kopf hängen. Spür mal, wie sich die Wirbelsäule auffächert Richtung Decke. Dann Rücken ganz rund wird. Und jetzt atme tief ein. Mit der Ausatmung zieh die Bauchdecke nach innen und roll dich über dein Kraftzentrum nach oben auf. Bring Energie in die Arme bis in die Fingerspitzen. Heb die Hände nach hinten an. Handflächen zeigen Richtung Decke.
Einatmen, wieder Arme sinken lassen, Oberkörper sinkt wieder auf, den Oberschenkelkopf hängt. Und ausatmen, Beckenboden mitnehmen. Wieder Wirbel für Wirbel in Zeitlupentempo aufrollen, die Handflächen anheben und wieder tief. Genieß die Bewegung in deinem Rhythmus. Die Pfeile deine Arme nach hinten, bring Energie in die Arme, Energie in die Körpermitte. Und wenn du das nächste Mal aufgerollt bist, dann bleibe mal. Schieb dein Steißbein nach hinten unten, spür die Dehnung hier im Hüftbeuger rechts und bring deine Fingerspitzen an den Hinterkopf, Ellenbogen ziehen sanft nach außen. Tief einatmen, wir gehen in eine kleine Rotation. Mit der Ausatmung schick die Schultern tief und rotiere nach links über dein aufgestelltes Bein. Einatmen zur Mitte zurück, ausatmen, Rotation. Nur der obere Rumpf rotiert, Steißbein schiebst du nach hinten unten, Beine und Becken bleiben ganz stabil, langsame Bewegung, langer Nacken. Noch zwei. Ausatmung darf man gerne hören, nennt man auch die Ozeanatmung. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Löse deine Fingerspitzen. Wir setzen die Hände vorne schulterbreit auf und kommen in die Brettposition. Deine Finger sind gespreizt, dein Schultergürtel ausgerichtet. Über den Handgelenken, Schultern, Becken, Fersen eine Linie. Die Schultern wegschieben von den Ohren. Dann atme tief ein und mit der Ausatmung zieh mal ein Knie vor, zwischen die Handgelenke. Einatmen, Fußspitze abstellen, ausatmen die andere Seite. Schultergürtel bleibt ganz stabil, Becken bleibt auch in seiner Position. Jede Seite noch einmal. Super gut, dann komme wieder in die Brettposition langsam zurück. Atme ein und aus der Brettposition. Dreh dich mal zu mir auf in den Seitstütz. Einatmen, langsam kontrolliert zurück. Ausatmen, dreh dich auf Richtung anderer Seite. Einatmen, zurückkommen. Ausatmen, weit öffnen. Super gut. Aktiv in der Körpermitte bleiben. Sehr schön. Und dann komm langsam wieder zurück. Wir kombinieren die beiden Bewegungsabläufe. Atme ein mit der Ausatmung. Zieh ein Knie nach vorne. Einatmen, abstellen. Ausatmen, die andere Seite. Abstellen. Ausatmen, öffnen. Zurückkommen. Zur anderen Seite. Sehr, sehr gut. Und wir beginnen wieder von vorne. Jeder wieder in seinem Rhythmus. Abwechselnd die Knie nach vorne ziehen und aufdrehen. Super gut. Und wenn du dann langsam wieder in der Brettposition zurück bist, schieb dich ganz weich ins Pilates V. Hände und Füße bleiben, wo sie sind. Kopf darf hängen, Brustkorb sinkt. Und dann beuge die Knie leicht und schieb dich nach hinten. Schieb dein Gewicht Richtung Fersen. Spüre in deinen unteren Rücken. Dann atme tief ein in den Brustkorb. Mit der Ausatmung höhle deinen Bauch aus und streck die Beine. Schieb die Fersen nach hinten unten. Einatmen, Knie beugen. Ausatmen, Länge. Mach das in deinem Rhythmus weich und sanft. Spür die Körpermitte. Spür die Dehnung in den Schultergelenken. Wunderbar. Und dann bleibe im Pilates V. Die Fersen nochmal tief. Spür deine Fingerkuppen auf der Matte. Schieb die alle in die Matte. Spür die Rückseite deines Körpers. Und dann laufe langsam in die Mitte der Matte mit deinen Füßen. Du
bist wieder in der stehenden Vorbeuge. Lass den Oberkörper sinken, die Arme sinken. Komme hier wieder an. Dann beuge die Knie leicht. Atme ein und über dein Kraftzentrum rollst du dich wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nimm die Schultern mit zu den Ohren und lass sie genussvoll wieder nach hinten unten sinken. Super gut. Im Pilates macht man ja alles sehr symmetrisch und beide Seiten gleich. Deswegen machen wir jetzt die Gleichgewichtsübung auch auf der anderen Seite. Die Arme etwas verändert. Nimm die Arme zur Seite auf Schulterhöhe und dreh die Handflächen nach oben. Zieh die Fingerspitzen sanft nach außen. Die Schulterblätter sind tief. Bauchnabel nach innen nehmen und das Gewicht auf das rechte Bein verlagern. Das linke Knie jetzt nach oben ziehen. Stell dir wieder vor, es ist ein Faden an deinem Scheitel angebracht, der zieht dich Richtung Decke. Du atmest ein und mit der Ausatmung tipp vorne mit der Fußspitze auf. Einatmen, Knie nach oben. Ausatmen, tief. Wunderbar. Wir nehmen die Arme dazu. In der Ausatmung führ die langen Arme nach oben. Einatmen, wieder weit zur Seite. Ausatmen, nach oben nehmen, wenn die Fußspitze tief geht. Einatmen, Ausgangsposition. Super schön. Spür die isolierten Bewegungen jetzt in den Schultergelenken, Hüft- und Kniegelenk, alles andere hast du super stabilisiert. Letzte Wiederholung. Und wenn dann dein Knie wieder angehoben ist, dann bleibe, umgreife den Unterschenkel, zieh das Knie zum Brustkorb und geh in eine angenehme Dehnung. Nimm tiefe Atemzüge. Und dann löse die Hände wieder, lass die Arme sinken, Knie bleibt auf Hüfthöhe. Wir gehen auch hier nochmal in die Ausfallschritte nach hinten. Tief einatmen, ausatmen, führ die linke Fußspitze nach hinten, rechtes Knie beugt sich und du führst die Arme lang an den Ohren vorbei. Einatmen, langsam das Knie wieder nach oben ziehen, Arme gehen tief. Ausatmen, weiter Ausfallschritt. Du entscheidest, wie weit du deine Fußspitze nach hinten führst. Achte jetzt wieder auf das stabile Knie rechts und führe die Bewegung gleichmäßig und weich durch. Körpermitte ist stabilisiert. Die gibt dir das Gleichgewicht. Eine Wiederholung noch. Dann bleibe in dem Ausfallschritt. Lass die hintere Ferse sinken. Schieb die Fingerspitzen schräg nach oben. Spür die Rückseite deines Körpers. Und dann beuge das hintere Knie. Setz das Knie ab. Lass die Arme sinken. Fußrücken ist lang und du richtest dich wieder ein in deine beiden 90-Grad-Winkel. Kanadier. Steißbein sinken lassen. Becken nach vorne ausrichten und dann lass wieder den Oberkörper sinken auf deinen Oberschenkel. Die Arme sinken Richtung Boden. Kopf darf hängen. Spür wieder in deine Wirbelsäule, wie sie sich aufwächert, wie sich die Wirbel auseinander bewegen. In dieser runden Position. Nacken ist entspannt und dann atme tief vorbereiten den Brustkorb ein. Ausatmen, baue ein Kraftzentrum auf, indem du den Bauchnabel nach innen ziehst. Roll dich Wirbel für Wirbel auf, Energie in die Arme bis in die Fingerspitzen und heb die Handflächen Richtung Decke an. Einatmen, wieder sinken lassen, Arme sinken lassen, Kopf roll dich wieder tief. Ausatmen, Beckenboden mitnehmen und kontrolliert langsam aufrollen. Arme führen wieder wie Pfeile nach hinten. Wunderbar. Gleichmäßige Bewegung. Beim nächsten Mal bleibe aufgerichtet. Spür die Energie von den Schultern bis über die Fingerspitzen hinaus. Schieb deinen linken
linkes Becken einen Tick nach vorne, dann spürst du hier schöne Dehnung im Hüftbeuger. Und dann führ die Arme über die Seite, die Fingerspitzen an den Hinterkopf. Wir gehen nochmal hier auch in eine Rotation, jetzt zur anderen Seite. Tief einatmen, ausatmen, Schulterblätter sinken lassen. Und du rotierst nach rechts übers aufgestellte Bein. Einatmen zur Mitte zurück. Ausatmen, wieder rotieren. Und du bleibst in deiner Länge. Spür vom Scheitel bis zum Steißbein. Wunderbar. Letzte Wiederholung. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Löse wieder die Hände, setz die Hände wieder schulterbreit ab und wir kommen nochmal in die Brettposition. Jetzt machen wir wieder so einen kleinen Flow mit Aufdrehen nach rechts und links. Jetzt ziehen wir aber die Knie seitlich nach vorne. Tief einatmen, mit der Ausatmung ein Knie seitlich nach vorne schieben. Einatmen, absetzen. Ausatmen, die andere Seite. Einatmen, absetzen. Ausatmen, dreh dich wieder auf in den Seitstütz. Werde ganz weit. Einatmen, kontrolliert tief. Ausatmen zur anderen Seite. Einatmen, wieder Brettposition und wieder von vorne. Ausatmen, ein Knie seitlich nach vorne ziehen. Bleibe aktiv in den Armen. Die andere Seite. Und wieder aufdrehen. Langsam bleiben. Körpermitte stabilisieren. Eine Runde noch, schaffen wir noch. Nacheinander. Die Knie wieder seitlich nach vorne ziehen, aufdrehen und aufdrehen. Super, super, super. Wieder zurückkommen und dann schieb dich weit nach hinten oben ins Pilates V. Lass die Fersen sinken, lass den Kopf hängen, lass den Brustkorb sinken. Und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Spür wieder die Dehnung in den Schultergelenken. Und dann komm langsam wieder mit dem Schultergürtel nach vorne in die Brettposition. Und aus der Position komm mal ganz elegant in die Bauchlage, indem du ganz langsam mit der Ausatmung die Ellenbogen beugst und weich tief kommst in die Bauchlage. Bilde mit den Händen ein Kissen unter der Stirn. Leg die Fußrücken lang ab und komm hier in der Position an. Jetzt wollen wir das Boot aufbauen. Pilates haben alle Übungen einen Namen, ein Bild. Verlängere deinen Nacken oder den Bereich zwischen Ohrläppchen und Schultern, indem du die Schultern wegschiebst von den Ohren. Dann zentriere dich gut, zieh die Bauchdecke nach innen. Gesäßmuskeln bleiben erstmal noch ganz locker. Atme tief vorbereitend ein in den Brustkorb. Mit der Ausatmung hebst du den Oberkörper an. Die Hände bleiben wie kleben an der Stirn. Die Unterarme verlassen den Boden. Einatmen, komme langsam tief. Ausatmen, Schultern weg von den Ohren, der Bauchnabel zieht nach innen und du kommst nach oben. Weiche Bewegung nach oben und nach unten, gleichmäßiges Tempo. Gesäßmuskeln sind locker, du spürst, du hier mit der Rückenmuskulatur, der tiefliegenden Rumpfmuskulatur arbeitest. Komm langsam nach oben, es geht auch nicht drum, sehr weit nach oben zu kommen. Es geht um eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung. Wunderbar, beim nächsten Mal bleibe mal mit dem Oberkörper angehoben. Überprüfe deine Zentrierung. Jetzt kommen die Gesäßmuskeln dazu. Mit der nächsten Ausatmung hebst du ein Bein in die Länge an. Einatmen, Bein sinken lassen. Ausatmen, die andere Seite. Bauchdecke zieht nach innen. Schulterblätter schiebst du Richtung Becken. Und dann atme dich lang vom Scheitel bis zur Fußspitze. Jede Seite noch einmal. Und
Dann lass langsam die Beine sinken, den Oberkörper sinken. Vielleicht magst du die Schläfe ablegen und entspanne dich für einen Moment. Lass alle Anstrengungen wieder aus dem Körper fließen. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis, das Becken ein bisschen zu schaukeln, wie du möchtest. Und dann komm langsam wieder in die Ausgangsposition. Jetzt machen wir das richtige Boot. Das heißt, du zentrierst dich wieder gut. Die Schultern schieben weg von den Ohren. Du atmest tief ein und mit der Ausatmung kommt wieder der Oberkörper nach oben. Spür die Rückenmuskulatur. Hände bleiben an der Stirn. Einatmen tief und mit der Ausatmung hebst du beide Beine in die Länge weg. Schultern weg von den Ohren. Einatmen, Beine sinken lassen. Ausatmen, wieder der Oberkörper. Ganz langsam, einmal Oberkörper, einmal Beine in der Ausatmung. Wie so ein kleines Bötchen, das ganz langsam über die Wellen schaukelt. Vielleicht kannst du spüren, einmal sind die Gesäßmuskeln gar nicht beteiligt, wenn der Oberkörper nach oben kommt. Die arbeiten mit, wenn die Beine in die Länge gehen. Finde deinen Rhythmus. Noch einen Flow, noch einmal Oberkörper, noch einmal Beine oder umgekehrt. Und dann Beine sinken lassen, Oberkörper sinken lassen, nochmal loslassen, eventuell die Stirn oder Schläfe ablegen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und spüre nach die Muskulatur, die du jetzt aktiviert hast. Und dann löse die Hände wieder unter der Stirn. Jetzt setzen wir die Hände unter die Schultern, legen die Stirn nochmal ab und nehmen die Ellenbogen ganz nah an den Oberkörper. Ellenbogen ziehen Richtung Fersen, wie so Heuschreckenbeine. Du atmest ein und mit der Ausatmung Bauchdecke ganz wichtig nach innen nehmen, sanften Druck auf die Handflächen und mit dem Oberkörper nach oben gehen, Ellenbogen ziehen Richtung Fersen, Blick geht Richtung Matte. Einatmen tief, ausatmen. Wichtig, der Bauchnabel zieht weg von der Matte, die Ellenbogen Richtung Fersen und du kommst in deine kleine Kobra. Jetzt kommst du ein bisschen weiter nach oben mit der nächsten Ausatmung. Einatmen wieder tief. Und mit der nächsten Ausatmung kommst du ganz nach oben. Strecke die Arme. Jetzt korrigiere dich, eventuell die Handgelenke besser unter die Schultern und heb dein Becken leicht an. Wir machen die Welle. Es geht eine Welle durch deine Wirbelsäule. Atme tief ein. Jetzt beuge die Ellenbogen, komm mit der Nasenspitze tief. Und schieb die Nasenspitze an der Matte entlang, weit nach hinten und komm mit einem runden Rücken Richtung Decke in so eine Art Vierfüßlerstand. Lass den Kopf hängen. Hände und Knie bleiben, wo sie sind. Dann lass das Gesäß Richtung Fersen sinken mit der nächsten Einatmung. Du kommst nicht ganz auf deine Fersen. Und mit der Ausatmung schiebst du deine Nasenspitze wieder an der Matte entlang, weit nach oben und tauchst wieder auf. Einatmen, halten, ausatmen, tief, lang nach hinten, lange Ausatemphase, runder Rücken nach oben. Einatmen, Gesäß Richtung Fersen, Hände bleiben immer, wo sie sind. Ausatmen, wieder auftauchen. Superschön. Jetzt machen wir es noch einmal bis zum Vierfüßlerstand. Tief einatmen, ausatmen, Kraftzentrum in der Körpermitte. Ganz wichtig, tauche nach hinten. Bis du hier in diesem Vierfüßlerstand bist, runder Rücken. Wir erweitern jetzt mit einem Pilates V. Setz die Fußspitzen auf. Und mit deiner nächsten Ausatmung schiebst du dich ins Pilates V. Einatmen, führ den Schultergürtel wieder über die Handgelenke, Brettposition. Ausatmen, Ellenbogen beugen. Komm langsam in die Bauchlage, Stirn ablegen, Fußrücken ablegen. Ausatmen, wieder nach oben kommen, Arme strecken, Becken leicht anheben. Mit der Ausatmung wieder tief, wir machen nochmal die ganze Welle.
Runde Rücken nach oben. Einatmen, Fußspitzen aufstellen. Ausatmen, Pilates V. Einatmen, Brettposition. Ausatmen, wieder nach unten schweben. Eine Runde noch. Fußrücken lang. Und ausatmen, wieder nach oben kommen. Tief einatmen, ausatmen, tief. Schieb dich genussvoll nach hinten. Runder Rücken nach oben. Einatmen, Fußspitzen aufstellen. Ausatmen, Pilates V. Einatmen, Brettposition. Und ausatmen, schweb nach unten. Stirn ablegen, Fußrücken lang. Und ausatmen, wieder nach oben. Wunderbar. Jetzt ist eine Pause angesagt. Lass die Fersen, lass das Gesäß Richtung Fersen sinken. Und leg die Arme neben den Unterschenkeln ab. In die Kinnstellung. Lass das Brustbein sinken. Stirn sinken. Und nimm tiefe Atemzüge. Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur, Schultern, Arme, Gesäß, Beine, alles darf sich wieder entspannen. Du lässt die Anspannung aus dem Körper wieder herausfließen. Tief in den Bauch atmen. Und dann roll dich ganz langsam wieder auf. Entspann die Schultern, vielleicht magst du sie ein bisschen rollen. Wir kommen noch in den Vierfüßlerstand. Fußrücken sind lang. Baue hier eine gute, stabile Box auf. Schultergürtel ausgerichtet, die Kniegelenke unter den Hüftgelenken. Schultern weg von den Ohren. Dann atme mal tief ein und mit der Ausatmung heb mal die Knie. Nur 1-2 cm an, die Fußrücken bleiben lang. Einatmen, sinken lassen. Ausatmen, anheben. Du spürst genau, was du aktivieren musst, um diese kleine Bewegung auszuführen. Sehr schön. Vielleicht magst du die Knie angehoben lassen, bleiben für ein paar Atemzüge, Schultern wegschieben von den Ohren, aktiv in den Händen, in den Armen. Und dann langsam die Knie wieder sinken lassen. Schieb dich in einen Katzenbuckel, in einen angenehmen Kinn Richtung Brustbein. Fächer die Wirbelchen nochmal auf. Und dann komm in die Ausgangsposition. Jetzt sitzt deine Fußspitzen auf und schieb dich ins kleine Pilates V. Jetzt sind Hände und Füße näher zusammen. Kannst die Fersen vielleicht bis zum Boden nach hinten unten schieben. Lass deinen Kopf hängen. Und dann laufe langsam mit den Händen zu den Füßen. Komm in die stehende Vorbeuge. Beuge beide Knie und komm nach unten in deine Hocke. Fingerspitzen sind aufgestellt vor den Fußspitzen. Kopf hängen lassen. Schulter nochmal sanft den Rücken, Schulterblätter nach hinten unten schieben und in den Nacken spüren. Dann lass den Nacken lang, den Kopf ganz schwer und streck nur deine Beine. Vielleicht kannst du die Fingerspitzen auf dem Boden lassen. Wenn es nicht möglich ist, ist auch nicht schlimm. Hier nochmal 2-3 Atemzüge bleiben, Oberkörper sinken lassen. Und mit leicht gebeugten Beinen rollst du dich ganz langsam wieder Wirbel für Wirbel auf. Die Schultern zu den Ohren und lass sie nach hinten sinken. Wunderbar. Schließ die Augen, wenn du möchtest, für einen Moment. Spüre nach, atme tief in den Bauch ein und aus. Lass die Bauchmuskeln wieder ganz entspannt sein. Die Bauchdecke bewegt sich wieder mit. Und dann gönn dir ein kleines Lächeln nur für dich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War intensiv. Wir haben viel Stütz gemacht. Arme, Schultern. Ich hoffe, es war okay für euch und ich würde mich freuen, ihr würdet das nächste Mal wieder mit einschalten beim Pilates mit dem Hochschulsport Konstanz. Stay active. Immer aktiv bleiben. Vielen Dank.